Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. So, heute kommen wir zur ersten, oder eigentlich zum ersten Kategorie-Part. Ich habe ja beim letzten Mal erklärt, wie ich das jetzt alles handeln will. Für alle, die jetzt natürlich noch neu sind hier oder den letzten Part nicht gesehen haben. Ich habe vier Kategorien jetzt eingeführt, damit ihr so einen kleinen Überblick habt, wie wir das alles gelernt haben und was ihr sehen wollt und was nicht. Es gibt die Kategorie Hauptstory. Das heißt, in den Parts behandeln wir nur Hauptstory. Und natürlich, sei schon mal dazu gesagt, es kann auch immer sein, dass in einem Part, wo nur Hauptstory ist, wo vielleicht noch 10 Minuten fehlen, wir vielleicht auch noch was aus den anderen Kategorien mit reinnehmen. Das ist aber nur unter Vorbehalt und auch nur dann, wenn es halt wirklich passt. So, dann gibt es die Kategorie Nebenquest, wo wir halt Quests wie zum Beispiel einen Drasser-Überfall hier machen. Die halt diesen normalen Ausrufezeichen haben. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass da auch die blauen Quests reinzählen. Das heißt, wir machen alle blauen Quests, außer Klassenquest, und die normalen Quests. Das heißt auch also normale Innis, die man dadurch freischalten kann, die kommen da halt auch mit rein. So, dann gibt es die Kategorie Klassenquest, wo wir uns einfach ausschließlich um die Klasse kümmern. Das heißt, das wird heute unser Part sein. Wir werden uns heute nur um Klassen kümmern, denn wir machen jetzt die Klassenquest und danach können wir die nächsten Klassen freischalten. So, und dann gibt es noch die Kategorie Farmen, beziehungsweise Dailies, beziehungsweise Goldsurfer, beziehungsweise alles, was da noch so mit reingehört. Vielleicht auch mal, wenn ihr Bock habt, auf Runde Inni laufen oder später Vögel machen oder Pferde, irgendwas farmen, wo ihr Hilfe braucht, wo ich Hilfe brauche. Weil ich weiß, ich hatte es für den Stream-Char schon. Ich werde das auch nochmal für meinen ganz privaten Char machen. Aber wer Bock hat, mir auch hier nochmal wieder bei den Vögeln zu helfen, wer da sowieso rein muss, könnt ihr gerne machen. Schreibt mich an. Sofern ihr auf Light seid, sollte das kein Problem sein. Ja, das zu diesem Thema. So. Gut. Um das Ganze jetzt natürlich nicht nur weiter in die Länge zu ziehen, werden wir jetzt natürlich weitermachen. Und gucken, dass wir hier vorankommen. Dazu zählen übrigens auch noch zur Kategorie Farm und so weiter, zählt übrigens auch noch solche Waffen. Später, also da zählen auch die Berufe mit rein. Also solche Waffen herzustellen, die Sachen zu sammeln und so weiter. Das zählt alles da mit rein. Die ist jetzt aber nicht vom Gruppenmodus, oder? Hier, nee, ist ja trotzdem den komischen Effekt. So, wir müssten einmal Sephir-Tor. Und wir machen heute die Marodeur-Quest natürlich weiter. Und ich hoffe, ihr seid mit meinem System soweit zufrieden. Also, gut, ich weiß, ich muss selber damit zufrieden sein. Ich bin es tatsächlich. Ich bin das erste Mal komplett zufrieden mit meinem Charakter, mit meinem. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich eigentlich Final Fantasy aufgenommen habe, ne? Ihr wisst gar nicht, wie oft ich so die einzelnen Sachen gemacht habe. Bis ich den perfekten Startpunkt hatte, bis ich den perfekten Charakter hatte, bis ich den perfekten Namen hatte. Bis alles für mich perfekt war. Und ich bin jetzt tatsächlich auch zufrieden. Ich bin auch mit dem Server zufrieden. Wurde eventuell vielleicht mal auf Shiva. Es kann aber auch sein, dass ich hier vielleicht mal gucken. Wir schauen einfach mal. So, hier müssen wir hin. Sehr gegrüßt. Bist du bereit, ein paar Steine zu zerschmettern? Ich habe drei harte Felsen für dich vorbereitet. Du musst sie nur noch mit je einem gewaltigen Hieb zerstören. Ja, das machen wir doch. So, und also, und das sollte ich auch einmal. Jetzt möchte ich mal kurz was ausprobieren. Und zwar. Okay, es ist also. Glaube ich, irgendwie Gruppen.
Also ein AOE, oder? Sprich jetzt für mich. Also das wäre dann halt nicht das, sondern wenn es dann halt so weggeht. Müsste ich die Leute wahrscheinlich angucken dafür. Das war jetzt erstmal nur ein Test. Gut gemacht. Wollen wir doch mal sehen, ob doch das ein nötige Durchhaltevermögen mitbringt. Zerstöre noch 3 Felsen mit deinem gewaltigen Hieb. Und komm danach einfach wieder bei mir vorbei. Mach jetzt natürlich das hier einmal aus. Weil ich jetzt eigentlich keine Lust habe, hier sämtliche Gegner anzuziehen. Weil es eigentlich so als Tank sollte man das immer anhaben. Ja. Was ich jetzt in den nächsten 3 Tagen vorhabe, ich habe tatsächlich vor, einiges mit euch zu machen. Ich möchte diesen Eisbären haben, den es hier gibt. Dafür müssen wir aber Stufe 30 sein. Das heißt, ich werde gucken, dass wir jetzt in den nächsten 3 Tagen noch so viel schaffen, wie es geht. Wenn wir es nicht mehr schaffen, dann ist es, ja, dann ist das halt so. Dann hatten wir halt Pech. Und naja. War mal ganz gut. Okay. Du bist ein richtiges Naturtalent. Der Lärm der zersplitterten Felsen ging mir durch Mark und Bein. Geh zurück zu den Gildenmeister Wirnsinn und teile ihm mit, dass du für weitere Aufgaben bereit bist. Okay. Weißt du, wir können auch Rückflug benutzen. Machen wir aber gerade mal nicht. Ich habe halt keinen Bock zu laufen. Da ist übrigens eins dieser Ponys. Wie gesagt, mal gucken, wie wir das mit der Gilde machen. Vielleicht transferiere ich mich auch noch auf Fieber. Mal gucken. Da ist nämlich meine eigene Gilde. Und mal gucken. Mal gucken, wie wir das anstellen. So, Marodeur-Gilde. Der Koralin-Turm. Ash, hat das Training deine Muskeln gestählt und deine Konzentration verbessert? Ich will es schwer hoffen, denn wir haben gerade eine dringende Bitte von der Gockelburg erhalten. Megalokraben scheinen dort ihr Unwesen zu treiben. Und es liegt nun an dir, sie schnellstmöglich zu vertreiben. Da dies dein erster offizieller Auftrag ist, brauchst du vielleicht Unterstützung. Eine erfahrene Druidin wird dich begleiten. Ihr Name ist Sulquip. Und sie wartet im Übungsraum im Untergeschoss auf dich. Viel Erfolg. Danke. Hallöchen. Schön, dich zu sehen, Ash. Ich weiß schon Bescheid. Mein Bruder Wurmzön lässt mich oft seine jungen Marodeure auf etwas gefährlichere Einsätze begleiten. Also hör zu. Wir müssen im unteren Landoskir in der Nähe der trauernden Witwe eine Megalokrabben-Nest ausfindig machen und zerstören. Ich gehe schon mal voraus und du kommst nach, sobald du bereit bist. Und vergiss bloß nicht deine Axt. Okay. Unteres Lernowski. Also einmal hier durch. Quasi. Einmal geradeaus durch. Das passt doch. Warte mal, kann ich hier was verkaufen? Ja, kann ich. Ich will nämlich gerne was verkaufen. Bei den Händlern in Eosea kannst du dann eine Unmenge von Gegenständen kaufen und verkaufen. Du kannst einen Gegenstand kaufen, indem du ihn im Inventar des Händlers anklickst. Um verkaufen ziehst du einfach einen Gegenstand aus deinem Inventar in das Inventar des Händlers. Solltest du es dir nach dem Verkauf eines Gegenstandes doch mal anders überlegen, kannst du den jederzeit beim Händler zurückkaufen. Allerdings nur, solange du das Gebiet noch nicht verlassen und dich nicht aus dem Spiel ausgelockt hast. Okay. Wie gesagt, das werden wir erstmal alles verkaufen. Das Einzige, was ich nicht verkaufe, ist... Na, mal gucken. So.
Dann rennen wir einfach jetzt mal durch. Naja, wenn ich bedenke, wie viel wir hier noch zu tun haben. Er steht da immer noch. Ich will jetzt aber einmal nochmal zum Mogelpostboten. Da hätte ich gerne. Und ja, den würde ich gerne einmal löschen. Der Charakter ist schön. So. Jetzt haben wir nämlich noch ein weiteres Pad. Und wir können endlich hier dieses Roulette benutzen. Immer so ein Baby-Behemoth. So, ich musste einmal ganz kurz nach oben. Der Hund hat gerade schon wieder Mist geklaut. So. Wir versuchen halt gerade, dass der Hund liegen bleibt und nicht immer an die Exkremente der Katzen rangeht. Ich habe nämlich vorhin gerade wohl weiß nicht die Katzenklos sauber gemacht. Und ja. Jetzt hat sie doch schon wieder was geklaut. War wohl gerade vor einer Stunde oder zwei Stunden eine Art der Viecher auf dem Klo. Und jetzt hat sie erstmal wieder für nötig befunden, Exkremente zu klauen. Ich, ja. Mir fehlen ja die Worte zu. Aber, naja. Was soll man machen, ne? So, hier hinten müssen wir einmal hin. Zur Megalokrabbe. Scheint, als wären die Biester gerade nicht zu Hause. Wo könnten sie nur sein? Zur Hilfe! Schnell! Mein Enkel, bitte, die Megalokrabben. Ich habe ihm doch gesagt, dass er sie nicht so nah an sich heranwagen soll. An die Axt, Ash. Keine Zeit verlieren. Wir müssen dem Enkel des Alten helfen. Oh ja, das müssen wir. Ganz gewaltig. Yep. Oh nein, verzieh dich, du Ungetüm. Hau ab. Ah! Okay, die Stufenanpassung ist ein System, das es Spielern. Das es Spielern erlaubt, an Inhalten für niedrige Stufen teilzunehmen, indem ihre Stufen vorübergehend angepasst wird. Das System ist für die meisten Fails und Dungeons verfügbar. Wenn deine Stufe angepasst wird, ändern sich nicht nur die Attribute deines Charakters. Auch die Werte deiner Ausrüstungsgegenstände werden an die Anforderungen des betreffenden Inhalts angepasst.
Sobald ihre Inhalt beendet ist, werden die Werte wieder in ihren Ursprungszustand zurückgesetzt. Die gewonnene Routine richtet sich nach der Stufe, auf die dein Charakter angepasst wird, und nicht nach deiner derzeitigen Stufe. Die Routine wird jedoch zu deiner zuvor vorhandenen hinzugerechnet. So. Ihr klein Mega... vor allem klein. Ihr Megalokrabben! Wir haben den Siegesruhm erhalten. Ich glaube, das... Ah, nee. Da kommen noch welche. Jetzt war's aber. Spielinhalt beendet. Vielen Dank, werte Dame. Ich dachte, ich sei so gut wie tot. Ich heiße Sigurd. Ich habe solche Angst gehabt. Es laufen ja gerade so viele verschiedene schreckliche Monster hier rum. Besonders das eine große Monster. Ich bin immer noch so traurig, was meine Mutti und mein Vati getötet hat. Das Monster war so furchterregend und böse. Aber ihr könnt ihn bestimmt alle besiegen. Bitte, rächt meine Eltern, wenn ihr könnt. Ich will nicht mehr den ganzen Tag so traurig sein. Ich verstehe deine Gefühle, Kleiner. Dies ist eine sehr schwierige Zeit für dich. In unserer Kirche gibt es allerdings viele Leute, genau wie uns, die alles daran setzen, das Böse zu besiegen. Kopf hoch, wir sind jetzt deine Freunde. Und jetzt schnell nach Hause mit dir, dein Großvater braucht dich auch noch. Wir kümmern uns um das Monster, verstanden? Dein erster Auftrag war ein voller Erfolg, Ash. Nun ist es an der Zeit, zur Gilde der Marodeure zurückzukehren, um meinem Bruder Wurmsven Bericht zu erstatten. Auf bald! Tradidum, tradidum. Jetzt dürfen wir wieder zurückkehren. Das machen wir diesmal natürlich so. Achso, ich drehe. Marodeur-Gilde. So, diesmal könnte der heutige Part aber länger werden. Weil wir ja noch die Level 10er haben. Wobei wir uns ja danach auch noch um die anderen Quests kümmern. Ich werde übrigens die Waffen... Also die Klassen auch immer daneben schreiben quasi. Beziehungsweise werdet ihr sie Thumbnail erkennen. Und dann könnt ihr auch ungefähr sehen, mit welcher Waffenquest, Klassenquest wir weitermachen. Wenn ihr das auch schon Thumbnail seht. Wir werden nie zwei gleichzeitig machen. Jetzt am Anfang, wo wir zum Beispiel die Pets töten, diese Bestialumsviecher da schon. Weil die da halt direkt alle sind. Aber für die Waffen, die ganzen anderen Dinger, nachdem wir die erste Quest durch haben, weil die ist halt identisch, danach wird es dann halt getrennt und statt. Ah, du hast die Megalokrabben zerschmettert, wie es sich für eine echte Marodeurin gehört. Und noch einem Kind das Leben gerettet? Ausgezeichnet. Obwohl dieses spezielle Exemplar wohl keine Gefahr mehr darstellen, musst du wissen, dass es für Megalokrabben sehr ungewöhnlich ist, sich so nah an der Gockelburg aufzuhalten. Möglicherweise wurden sie von einem noch gefährlicheren Wesen aus ihrem normalen Lebensraum vertrieben. Und ich habe da auch eine Theorie. Ja. Das Monster, von dem ich spreche, trat ja schon lange in Lanoskia sein Unwesen, wo es unablässig versucht, sein Jagdgebiet zu vergrößern.
Die Eltern des kleinen Jungen sind ihm anscheinend auch zum Opfer gefallen. So etwas darf in Zukunft nicht mehr passieren. Spürst du schon Rachegelüste, Ash? Bewahre sie in deinem Inneren und komme nicht in die Versuchung, schon jetzt handeln zu wollen. Dieses Monster ist für dich im Moment noch zu mächtig. Wenn du dem Jungen wirklich helfen willst, dann trainiere, bis du dieser Herausforderung gewachsen bist. Okay. Dann nehmen wir das mal. So, perfekt. Oh, okay, da wären es wahrscheinlich die Lederkampfstiefel. Sei gegrüßt, Ash. Deine Erinnerungen an den Jungen, dessen Eltern einem mächtigen Monster zum Opfer gefallen sind, sind bestimmt noch frisch, habe ich recht? Der Legende nach heißt dieses Monster Kuyata. Zeugen berichten von wahrhaft grässlichen Szenen. Sie geben diesem Koloss aufgrund seiner monströsen Erscheinung den unheilvollen Spitznamen Walzender Berg. Wie du bereits weißt, will ich deine Rachegelüste keineswegs lindern oder gar ersticken. Ganz im Gegenteil. Aber meine Warnung hat doch immer Gültigkeit. Um diese Kreatur erlegen zu können, musst du deine Fähigkeiten noch immer verbessern. Um dich diesem Ziel einem Schritt näher zu bringen, schicke ich dich zur Finstereisenmine. Die Galagos, die dort in der Nähe leben, sollen zunehmend die Bewohner der Umgebung terrorisieren. Dir wird nun die Aufgabe zuteil, diese Pest mit der Axt zu erledigen. Vielleicht hilft dir das dabei, deinen Zorn auf Kuyata noch für eine Weile im Zaum zu halten. Gut. Ja, sollte kein Problem sein. Stimmt, am Marktplatz können wir, glaube ich, noch nichts machen. Deswegen würde ich sagen, verkaufen wir erst mal ein paar Waffen. Die wir ja nun wirklich nicht mehr brauchen. Dafür kriegt man eh nicht besonders viel. Und wie gesagt, alles andere brauchen wir noch. Aber ich würde halt gar nicht erst damit anfangen, großartig Sachen im Inventar zu bunkern. Das ist übrigens einer der Gründe, wieso ich alle Klassen jetzt direkt zu Anfang leveln möchte, wenn wir sie haben. Das heißt, jetzt machen wir halt gerade hier in Lanoskea alle Klassen, die man bisher kriegen kann. Würden wir dann in eins der anderen Gebiete kommen, werden wir uns da relativ lange aufhalten, damit wir da dann die jeweiligen Klassen leveln. Ich glaube, in jedem Gebiet gibt es 3 Startklassen sozusagen. Und ja, das wäre erstmal so der grobe Anfang, damit wir alle Klassen, das möchte ich nämlich tatsächlich erreichen, alle Klassen auf 15 haben. Weil wenn wir alle Klassen auf 15 haben, kann ich natürlich die Ausrüstung, die darunter ist, kann ich natürlich rauspfeffern. Aber was natürlich noch gut daran ist, wäre halt die Tatsache, dass wir... Warte mal, kann ich nicht ein Schokobo nehmen? Dass wir dann halt mit jedem davon Indies laufen könnten. Okay, hier ist kein Schokobo. Warum dachte ich gerade, da wäre ein Schokobo? Weiß ich auch nicht. Dass wir dann halt alles mit jeder Klasse davon Indies laufen könnten. Und das würde ich halt erreichen. Weil dann haben wir für später... Und das Problem habe ich halt jetzt gerade mit meinem Stream-Charakter. Ich quäle mich jetzt halt so durch die Anfangsklassen. Und es ist einfach so nervig, auf Stufe 15 zu kommen. Und so können wir wenigstens doch immer mal so ein bisschen jede Klasse auf Quest machen. Also wie auch immer. Wie man das ja gerade möchte. Jedenfalls kann man da halt immer schon die Hauptquest auch ein bisschen zur Rate ziehen. Ja. Das erstmal dazu. Aber auf 50 zu kommen, finde ich tatsächlich relativ easy, solange man einen höheren Charakter dann hat. Also das ist eigentlich recht simpel. Ja. Aber dann halt von 7 auf 15. Das ist halt immer so ein bisschen... Wobei, okay, wir sagen von 7 auf 10 und von 10 auf 13
von 13 auf 15, das sind so die schwierigen Phasen, wo man dann halt wirklich so denkt, okay, gut, das läuft gerade nicht so. Und wo du dann halt wirklich Fates machen musst, Freibriefe. Und irgendwann geht dir das so Keks. Wenn du Glück hast, wie hier in Lenovskaya, habe ich öfter Glück, findest du recht häufig Fates. Bist halt auch relativ schnell da, finde ich. Aber zum Beispiel in Gridania ist es halt echt mega anstrengend, da ein Fate zu finden. Beim Gefühl bist du halt immer zu spät. Und ja. Das soll ja nicht sein. Okay. Okay, das ist also der AOE-Angriff. Wenn ihr euch fragt, wieso ich den da hinten habe, das liegt hauptsächlich daran, dass ich den dann später für die Kombos da erstmal schon hingelegt habe. Damit ich mich daran gewöhne, dass der da hinten liegt. Du, jetzt dürfen wir wieder Bericht erstatten. Ah, komm, wir teleportieren uns einfach. Wir haben genug. Wir haben mehr als genug. So, und was ich glaube ich beim letzten Mal sagen wollte, welche Klassen ich nehmen möchte. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal war. Doch, war beim letzten Mal bei der Hauptquest. Also ich habe mich jetzt wahrscheinlich so grob zwischen entschieden. Und zwar, dass ich als Tank dann den Gladiator nehmen werde, weil mit dem bin ich jetzt schon zweimal in ihn gelaufen und so halbwegs. Ich kann zumindest ein bisschen klar. Als Heiler werde ich erstmal den Druiden hauptsächlich nehmen. Als DD definitiv den Waldläufer und dann muss ich jetzt halt mal gucken, was ich bis 50 oder 60 bis meine andere DD-Klasse, die ich haben möchte, verfügbar ist. Ja. Also es könnte sein, dass es der Schurke wird, es könnte aber auch der Faustkämpfer sein. Sodass ich dann halt, ja, von jedem einen da habe. Aber mal gucken. Aber die ersten drei wären es auf jeden Fall. Die vierte muss ich ja nochmal so gucken. Willkommen zurück, Ash. Dank dir können viele Anwohner wieder ruhig schlafen. Ich hoffe, du wirst mir meine nächste Bitte nachsehen. Sei versichert, dass mir die Dringlichkeit der nächsten Aufgabe leider keine andere Wahl lässt. Du wirst gleich verstehen, warum. Kujata, das Ziel deiner brennenden Rachegelüste, ist wieder aufgetaucht. Er soll in der Nähe der Feldscheune an einen Wagen niedergetrampelt haben, als er durch das Gebiet zog. Die Nahrungsmittel, die nun überall auf dem Boden verteilt sind, ziehen leider andere Monster auf Nahrungssuche an. Die Bauern sind machtlos. Die Monster entziehen ihnen ihren Lebensunterhalt, da die Erzeugnisse für den Verkauf auf dem Markt bestimmt waren. Begib dich sofort dorthin und befreie die Bauern von dieser Plage. Okay, das ist im Zentralen. Das ist kein Problem, da können wir uns ganz einfach importen. Ach ja. Und Jump. Ah, Schokobo-Verleiherin. Das möchte ich einmal kurz aktivieren. Linie Schokobus und Linie Falken. Ähneln Miet-Schokobus und bringt dich schnell von A nach B in Eorzea und im Fernen Osten. Allerdings kannst du diese Vögel nicht steuern und sie werden nicht anhalten, ehe sie ihren Zielort erreicht haben. Andererseits sind Linien-Schokobos und Falken darauf abgerichtet, sichere Wege zu nehmen. Du brauchst keine Angst haben, unterwegs angegriffen zu werden. Das ist gut. So. Witzige Mandragoras. Das kann nicht jetzt lustig werden. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt die letzte ist.
Oder Freischaltung aller Klassen, ob dann noch einer kommt. Also mal sehen. Hier, da ist der Wagen. Irgendwie so ein halbes Zebra. Noch einer. Ein Präriestreuner. Tatsächlich, wir können wieder zurück. Damit haben wir das tatsächlich schon wieder beendet. Und sogar fast pünktlich. Fast. Limsalumisa. Ich frage mich, wer sich diesen Darm ausgesucht hat. Es ist kein schöner Name. Marodeur geht. Hallöchen. Dein Verlangen nach einem Gemetzel hat dich auf dieser Aufgabe mühelos meist lassen. Die Kreaturen, die du gerade erschlagen hast, machen allerdings nur einen geringen Teil dieser elenden Aasfass aus. Die Kujatas spüren die Verwüstung, die Kujatas Spuren der Verwüstung folgen. Ich weiß, dir wäre nichts lieber, als Kujata selbst herauszufordern. Aber dafür ist es immer noch zu früh. Deine Ausbildung dauert doch an, Ash. Ich gebe dir allerdings ein Versprechen mit auf dem Weg, dass sie in dunklen Zeiten Licht spenden soll. Ich werde dich ausbilden, bis du in der Lage bist, Kujata höchstpersönlich zu besiegen. So wahr ich hier stehe, als Guildmeister der Marodeur und als dein Freund. Würdest du anderen Guilden beitreten wollen, werde ich dich davon nicht abhalten. Aber selbst wenn du dem Weg der Marodeure abkommen solltest, wirst du für mich auch eine Marodeurin sein. Ich werde dich immer fortanspornen, den Weg der Marodeure weiterzugehen. Deine Axt darf nicht stumpf werden, Ash. Vergiss das nie. Du hast die Möglichkeit zum Klassenwechsel freigespielt. Du kannst ab jetzt anderen Guilden beitreten und so zusätzliche Charakterklassen erlernen. Abenteuer können in Neosia mehrere Charakterklassen erlernen. Es ist jedoch empfehlenswert, sich zunächst auf eine Klasse zu konzentrieren und diese zu meistern. Papalapap. Ausrüstungssets. Mit den Ausrüstungssets kannst du verschiedene Kombinationen von Ausrüstung speichern und jederzeit zwischen diesen wechseln. Das Pull-Down-Menü für Ausrüstungssets befindet sich oben im Charakterfenster. Dieses Feature ist besonders nützlich für Spieler, die regelmäßig zwischen verschiedenen Klassen hin und her wechseln oder ihre Ausrüstung blitzschnell an unterschiedlichen Situationen anpassen wollen, zum Beispiel für PvP oder Dungeons. Wähle die Schaltfläche Plus, um deine derzeitige Ausrüstung als neues Set zu speichern. So, das werden wir jetzt natürlich noch einmal kurz machen. Wir optimieren das Ganze hier. Oh Gott, ist das Chaos. Liste Ausrüstungssets, neues Set erstellen, Marodeure ziehen wir hier ran. So. Gut. Dann hätten wir das im nächsten Part. Werden wir dann sehr begeistert uns
anderen Gilden anschließen. Zum zwei anderen Gilden. Beziehungsweise, ich glaube, wir machen es erst so. Wir machen erst die Schurkenlaufbahn und dann die Hermetikerlaufbahn. Und ja, dafür würde ich sagen, verabschieden wir uns hier und sehen uns hier beim nächsten Mal. Ciao!